Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Escapist 2. Wir sind im dritten Part vom Big Top Breakout im Zirkusgefängnis hier und wir haben im letzten Part sehr guten Fortschritt gemacht, denn wir wissen, wie wir abhauen und wir wissen, was uns dafür fehlt. Und zwar eine Sprungfeder fehlt uns. Also zumindest für den nächsten Schritt. Also ich weiß nicht, ob es das dann schon war oder nicht. Aber ja. Das ist halt so, wie es ist. Und ich weiß auch nicht, wo wir die letzte finden. Die erste haben wir versteckt gefunden in einem der Wärterpulte. Da mussten wir ein bisschen balancieren. Also falls ihr nicht weißt, was damit gemeint ist, oder schaut euch einfach den letzten Part an. Falls ihr wissen wollt, wie ihr hier abhaut, schaut euch den letzten Part an. Schaut euch diesen Part vielleicht auch an. Ja, sehen wir es schon eigentlich bei 50 plus nochmal für alle, die es mitbekommen haben. Hier, wir brauchen das hier. Wir haben eine Sprungfeder und Holz im letzten Part gesammelt. Schaut euch den an, wenn ihr wissen wollt, wie es geht. Und ja, mal gucken, wie man hier abhaut. Und ob das dann schon reicht, wenn wir das gecraftet haben. Außerdem, ich meine, das Bett noch. Aber vielleicht können wir auch in den Frühen was finden. Das ist ja nicht ausgeschlossen, aber kann halt sein, weil das eine schon so ein bisschen versteckt lag, dass das andere auch ein bisschen versteckt ist mit der Sprungfeder. Das könnte halt gut sein, ne? Ich weiß es halt nicht. Und ich weiß halt auch nicht, ob man mit dem Enterhaken abhauen kann. Könnte sein. Dass das auch eine Option ist, tatsächlich. Oh, okay. Noch eine Verkleidung nehme ich gerne mit. Das nehmen wir auch mal mit. Weiß nicht, warum es hier drin ist, deswegen nehmen wir es mit. Oh, wieder einer K.O. Hast du irgendwas Interessantes? Nee, nicht wirklich, aber nehmen wir dir dann deinen Scheiß trotzdem mal ab. Das kriegt er eh nicht mit, weil er bewusstlos ist. Dann kannst du halt schon mal ein bisschen für Trouble sorgen. Ja, warum nicht, ne? So, zweites Geist nehmen wir sehr gerne entgegen. Hier, so, das siehst du dich nicht, nee. Also es geht. Was? Es ist ein gutes Gefängnis. Ja, trotzdem würde ich halt gerne hier abhauen. Ich würde gerne die Sprungfeder jetzt finden und dann abhauen. So. Das wäre ein geiler Plan. Hier nochmal um. Brauche ich eine Schlüsselkarte für. Aber es ist Zwei-Spieler-Tür. Yo. Hier weiß ich halt nicht. Also klar, hier ist ein Generator, aber ich weiß nicht, ob uns das weiterhilft. So. So. Ja, vielleicht finden wir noch eine Sprungfeder hier. Wenn wir die erste gefunden wäre. Letzte Folge. Also nicht ganz hier, sondern ein bisschen weiter, aber ja, könnte ja sein. Hier was gefunden. Warte mal, haben wir uns schon weiter balanciert gehabt? Ja, scheint doch, dass es hier nicht spawnt. Also okay, hier findest du. Nee, können wir nicht weiter balancieren. Aber vielleicht da. Das könnte sein. Durchaus. Ich muss auch gleich nochmal auf die Quests gucken, weil vielleicht haben wir da irgendwas passendes. Hier geht's auch nicht wirklich. Kann ich nicht runter jumpen? Ich weiß halt auch nicht, ob die Jobs das anbieten können. Im letzten Part haben wir da ja geschaut, da hatte keiner von denen was für uns. Wir brauchen ja nur die Sprungfeder, dann können wir abhauen. Also was heißt, können wir abhauen, aber dann haben wir das zumindest erreicht. So. Vielleicht reicht das ja schon. Warte mal. Erstens, wir haben kein Geld, zweitens, wir haben keine Sprungfeder. Jederzeit rein kann. Was eigentlich auch nicht typisch ist für Wärterpulte. Ne? Nicht mal auf dem Standardgefängnis und Center Perks ist das so. Also es ist schon heftig, dass es hier geht. Aber gut, hier wird das Ganze ja nicht so ernst genommen. Das wollen sie ja nicht glauben.
Vielleicht brauchen wir wirklich einen runden Schlüssel. Weil der öffnet anscheinend viele Türen. Und Türkis. Rot und türkisen Schlüssel würde ich besorgen wollen. Außer halt, wir durchsuchen jetzt mal die Pulte. Aber warte mal. Was haben wir hier noch so? Besorge-Attrappe für das Eisen. Oder wir machen die Quest hier erstmal. So, wie kommen wir eigentlich zu der Quest hin? Ich auch mal gucken am besten. Ist das so weit? Okay. Nein, ich will. Nein, hier abziehen. Wobei, darf ich sogar. Ich bin ja ein Dings hier. Tu das mal rein. Vielleicht einfach Schlüssel machen, würde ich sagen. So, wollen wir denn hier mal das Zeug? Nicht ganz, aber das geht. Okay. Ja, wie machen wir das? Und isolaten, weil. Er ist ja auch so ein scheiß Sniper. Ne? Ist auch nur Multispieler-Pult. Das ist was für die Tiere. Na komm mal, Alter. Komm. Hier ist ein guter Platz, um dich mal ganz schnell wegzubauen. Hallo. Keine Faxen machen, Mann. Ich kann Zeit fürs Faxen. Oh, ich hätte das gleich nicht erfüllt. Na, wenn man das sollte. Dann müssen wir gucken, was wir da gegen Hand haben. So. So. Bei dem müssen wir eben hier Holz. Zack. Ah, Sniper. Tutti. Tutti Frutti, du darfst ja immer haben. Nice. Hast du? Nee. Ah, ich muss eh warten hier. Hat Verbindung, okay. Mir ist so langweilig gerade. Wobei hier ein Eimer vielleicht auch ein. Jo. Wann kann ich mich endlich draußen blicken lassen? Meine Zelle ist so weit weg. Komm her, Shoppy. Shop-Guy, komm her. Komm her, Typi. Komm rein hier. Verdammt. Für das. Ach, Mann. Diese Einrichtung ist ziemlich gefährlich. Aber hier sieht man einfach, wie lange es dauert, bis der Scheiß hier runtergeht. Einfach. Ja. Ich hab nicht so viel Zeit. Ich hab nicht mehr so viel Zeit, bis ich die aufnehme. Tu noch das eine Disguise-Ding, oder? Ja, können wir noch machen. Geht fit. So, würde ich sagen. Zack, zack. Weil ich würde mal vermuten, dass halt irgendwo versteckt ist. Weil wir haben es erst ja auch versteckt gefunden. Deswegen wäre es so meine Vermutung, dass die andere auch versteckt ist. Es gibt ja größtenteils eigentlich das System hinter. So. Jetzt ist halt die Frage. Wo? Es könnte halt natürlich auch sein, dass wir doch einen Türkisen noch mitbrauchen, um danach zu gucken. Ah, hier waren wir auch noch nicht oben. Das kann natürlich auch was sein. Und das ist auch ein Tipp. Da müssen wir hin. Zum Tipp. Ich schaue es mal auf Abendbrot gerade. Lass mal einen Tipp durchlesen. Bitte, warum öffnest du mir nicht die Tür? Ich weiß, dass du da drin bist. Hör auf mich zu ignorieren. Ich sehe dich ständig Dinge reparieren. Trotzdem ignorierst du mich. Aber bitte repariere meine Kanone. Wie schwer kann es schon sein, einen Ersatzfeuermechanismus zu beschaffen? Auch dann zum Feuer fliegen die Giuseppe. Ah. Okay, also muss ich da wahrscheinlich rein. Das ist der Hinweis. Okay, wir haben den falschen Schlüssel wahrscheinlich gemacht. Das heißt, wir müssen den türkisen Schlüssel mal finden. Und im besten Falle ist das der nächste Guard, den wir K.O. hauen. Und ja, haben dann hoffentlich alles, was wir brauchen. So. Die Frage ist, haben die überhaupt einen Schlüssel, wenn sie da nicht reinkommen? Oder müssen wir uns auch da was verlassen?
Sportswelt, okay. So. Da müssen wir die Guards K.O. schlagen jetzt einfach mal, ne? So, bis wir da Bescheid wissen. So. Okay, der mit dem Roten ist hier. Und hier ist noch ein Guard. Cool. Oh, scheiße. No, 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 no. Warum denn zwei immer? Müssen die sich immer den Hintern saven hier? Ja, alles klar, kannst du nichts gegen machen, ey. Entwickler wollen, dass du auf die Fresse kriegst, dann kriegst du auch auf die Fresse. Diese scheiß Team 17, diese dummen Vollidioten. Mach doch mal vernünftiges Gameplay, aber nee, Hauptsache das Gefängnis sieht so schön aus, dass du an jedem der scheiß Straßenecke hängen bleibst, ey. Nur weil die Entwickler hängen geblieben sind, meine Fresse, ey. Also wie die solche, wie die überhaupt was erreichen konnten in ihrem Leben, ist unglaublich, ey. Trotzdem nicht wissen, was du für einen Schlüssel hast. Okay, das ist irrelevant. Gut, dann. Ja, komm. Gut. Ja, genau. Der Nackte muss auch überträumen, ey. Zieh doch erstmal Kleidung an, der Perverse, ey. Ich sagte, zieh der Kleidung an. Gebe ich lieber Sniper den Kill. Und hier sind irgendwelche Zuschauer. Aber warum sagen die dann was von Nacht? Das ist Showtime. Stimmt gar nicht. Wo werde ich jetzt hingetragen? Durchzeit ist weg, okay. Alles ist egal. Ich werde durchzeit. So. Ist das hier auch eine Waffe? Ja, cool. Ich hab dich im Auge, ja, jetzt mal, ey. Freu dich mal nicht zu früh, nur weil der Sniper mich wegsniped. Ah, ich entferne mich auch zu Showtime folgen. Ja, mach mal hin, ihr scheiß Sanis, Mann. Braucht doch nicht ewig ans letzte Bett, ey. Das haben die so verkackt. Anstatt, dass du einfach, dass keine Sanitäter gibt und du einfach in Dings spawnst? Nee, warum auch? Ist ja sinnvoll. Und die Entwickler können ja, wie wir bereits durchhaben, nicht denken. Nicht vernünftig. So, die haben auch noch Müll wahrscheinlich hier. Wie immer. Viele Guards mal wieder. Unglaubliche Lockhart. Unglaubliche Giuseppe, ne? Vielleicht ist das ein Hinweis gewesen. Das war genau Wachmann Giuseppe. Besten Backhauer. Es gibt bestimmt noch mehr davon. Aber ja, genau. Wird einfach nicht gewertet hier. Ich weiß. Ja, alles klar, ey. Übertreibt halt noch mehr, Scheißentwickler. Macht's nur noch unfairer für den Spieler. Ach nee, geht ja nicht. Das Gefängnis, das fängt auch mehr und mehr zu sinken auf meiner Liste. Aber gut, die Entwickler können ja auch nur sinken, so verblödet wie sie sind. Aber wo ist denn Giuseppe? Gucken wir mal. Burnhill, Lockhart, Big Mac. Big Mac. Passt. Unglaubliche Hood. Core. Gommas Aal. Was denn die Giuseppe? Surridge? Ashton? Oder Ashton? Muscles? Rogers? Boishami? Bray? Andererseits, wenn Giuseppe das schreibt, kommt er wahrscheinlich selber nicht rein. Und ich finde hier keinen Giuseppe. Aber ich habe dich gefunden. Vielleicht bist du ja den ich suche. Klar, das werde ich dann halt nicht gleich machen, sondern halt später. Aber ich weiß auch nicht, warum meine Schläge manchmal einfach ignoriert werden. Gerade habe ich auch schon wieder zugehauen. Das wird einfach ignoriert. Ist ja noch nicht schwer genug, die Scheiße. Ich wollte, dass der Sniper das macht. Mach hin, ey! Du dreckiger kleiner Hurensohn, ey! Ja, ist doch toll, jetzt der Schlagstock weg, ey. Nur wegen dem Hundesohn, ey. Den scheiß Sanitäter, ey, der nichts kann, ey. Meine Fresse, eine Aufgabe und nicht mal die kriegen sie hin, ey. Meine Fresse, aber wer ein Guard liegt da? Wer ein scheiß dreckiger, verdammter Drecksguard liegt da? Dann können sie auf einmal ihre Arbeit machen. Was sie sonst nicht können, ey.
Jeden Tag derselbe Scheiß, ey. Nur weil die Entwickler so dämlich sind, ey. Meine Fresse. Gib mal her, einfach, ist mir egal gerade. Appell ist, ah, super. Passt ja echt gut, ey. Hier durchgehen, nicht hängen bleiben. Das stört mich halt auch, dass dadurch Zuschauerbereich nicht durch kannst nochmal. Das ist halt auch so dämlich, aber es passt ja zu diesen dummen Entwickler. Warum gibt es eigentlich so viele dumme Entwickler heutzutage? Das ist echt schlimm ist es. Ja, ich will meine reinhauen, komm. Das ist doch Showtime! Du sagst. Ja, toll, natürlich hat er noch seine Kollegen, die ihm den Hintern retten müssen. Natürlich, ey. Immer diese selbe Scheiße, ey. Ich will nur wissen, was er für einen Schlüssel hat. Mehr will ich gar nicht, ihr Arschgeigen. Also hört mal auf, den Scheiß hier zu übertragen. Ah, okay, er hat. Okay, gut zu wissen. Und er auch. Okay, muss doch einfach. Und riskieren. Okay. Warum nicht? Jetzt werden wir locker hops genommen, oder? Nein? Cool. Dann muss ich aber auch Medic-Paket nehmen. Und halt schnell gucken. Nein, warum? Scheiße, es werden die safe entdecken, den Schlüssel. Shit, den Schlüssel haben sie entdeckt, oder? Ja, natürlich, direkt. Da gehe ich risky und dann gibt es direkt eine Verriegelung. Das macht keinen Sinn, ich habe denen den Schlüssel direkt wiedergegeben. Das macht keinen Sinn, dass Verriegelung wird. Oder ist, weil ich Sterne hatte nach dem... Aber es macht eigentlich gar keinen Sinn. Eigentlich macht das gar keinen Sinn. Aber gut, was macht schon Sinn bei solchen dummen Entwicklern hier? Wir haben so viel geilen Zeug verloren jetzt. Ich hoffe nur, der Schlüssel ist da drin. Wenn nicht, kriege ich einen Anfall, ey. Das müssen wir dann herausfinden, wie schnell das geht. Ah gut, wir haben einen roten Key. Die Frage ist nur, wo ist das? Wo wir jetzt hin müssen. Das ist halt echt eine Frage. Wobei, ich könnte doch einen Guard herlocken dort, weil eine Kamera ist. Und dann könnte ich den überfallen und nochmal einen Schlüssel machen. Rein theoretisch natürlich. So. Haben wir verloren. Viel. Also so wichtig ist es nicht. Wir gehen schlafen. So. Haben wieder die Puppe rein. Direkt beim Appell nehmen wir einen roten Schlüssel mit und einen Disguise. Dass wir hier auch ja unsere Dings haben. So. Dann gehen wir mal bitte gucken, wo die Superguards waren. Ich habe keine Ahnung, wo die waren oder ob wir die schon entdeckt haben auch. Ich weiß halt nicht, wo es ist. Hier ist auch nur eine türkise Tür. Hier sind noch scheiß Drecksanis, die wir bereits nur allzu gut kennen. Die mir auch sowas von scheißegal sind. Hier. Okay. Ja, hier müssen wir kurz rein. Ich weiß, könnte ich mich jetzt mit denen anlegen, aber ist mir sowas von egal gerade. Weil das ist es mir nicht wert. Ach so, doch, die haben den... Scheiße. Weil ich zu viel Zeug hatte, na super. Das ist es dann mal komplett an der Stelle. Ja. Ja. Wobei, was? Bitte mach das nochmal. Bitte mehr. Warum liegen hier Kampffallen drin? Die habe ich nicht gehabt, die Kammklingen. Die waren nicht uns. Super. Nehmen wir mal die Scheiße hier auf den Boden einfach hin. Und hauen einfach mal die Kammklingen. So. Ja, jetzt ja eh, oder? Ja, schade, leider haben wir viel zu viel Zeug im Inventar gehabt. Und dann noch das von den anderen Guards, ist leider mit, von den anderen Häftlingen, was leider mitzählt. Natürlich blockt der und dann kommt der Kollege, das ist auch alles gescriptet hier gegen den Spieler, ey. Ich kann mir nicht erzählen, dass nicht gescriptet ist. Das ist nicht gegen den Spieler, das kann man mir nicht erzählen, ey. Aber hast doch nur mit dummen Entwicklern zu tun. Da kann er laufen, der Sanitäter. Wäre ich das, ich würde noch immer da liegen. Ich würde jetzt noch safe hier rumliegen. Safe. Da verwette ich alles drauf, was ich habe. Wieso hat der einen normalen Schlagschuss? Was für? Ja, nicht mal einen sonderlichen Schlagschuss hier, was soll denn das?
Ja, super. Arbeitszeit. Hab ich keinen Bock zu. So. Jetzt was Neues hier drin? Ja, haben wir. Okay. Gut, Stefan. Ich sagen, tue ich meinen Energieshot hier runter. Eben. Und tue hier auch den Rest runter. Arbeitszeit. Ja, scheiß auf Arbeitszeit. Mann. Vielleicht spawnt das ja doch noch hier. Aber wir müssen eh warten gerade. So. Aber gut, ich muss auch im nächsten Mal.